Moin moin und willkommen zurück zu laufenden Generatoren. Eigentlich müsste der Generator euch das Laufen lernen. Dann müssten wir uns nicht den ganzen Scheiß, die Scheißarbeit machen, das Ding hier hinzuschleppen. Oh, guck mal, ein Bossgegner. Guck mal, ein Controller. Das Monster kommt. Dass du es zeigst, ist schon fast überflüssig, weil es bei diesen Gegnern schneller geht, wenn ich auf deinen Bildschirm gucke. Ja. Hey, da liegt Muni. Das ist ein Stein. Nein, das ist Muni. Okay. Oh, komm schon, nicht jetzt. Verdammt. Doch, genau jetzt. Was denn sonst? Jetzt springen wir hier runter und sterben alle einen schrecklichen Tod. Voll geil, bin dabei. Ja. Ja, einmal splatten. Darunter. Klatsch. Oh, schon wieder Gegner. Zwei Stück. Yay. Monster! Vielleicht kann ich das Stealth killen. Zumindest einen davon. Selber Monster. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Willst du das gleich hören? Der andere hat es nicht bemerkt. Ja, ich will den anderen ja auch Stealth killen. Okay. Ich will es zumindest versuchen, wenn er nicht so Ewigkeiten brauchen würde. Okay, fuck it. Ja, recht hat. Ein Stein! Und Bling-Loot. Steini? Oh, hier ist schon wieder ein Generator. Ja, wir brauchen mehr davon. Oder ist nicht Bling-Loot. Man kann nie genug Generatoren haben. Und Bling-Loot. Pistolen-Muni. Leichenbeseitigung. Wieso ja. Leichen? Okay. Die Leute, die selbst zum Zombie werden, zu faul waren. Echt mal. Weil es scheint, wir müssen den Generator nur hier rüberbringen, das ist zumindest kein weiter Weg. Ja, die machen nicht das gleiche nochmal, weil dieses Spiel nicht Resi 6 ist. Aber dafür liegen überall Steine rum, also irgendwas daran ist schon seltsam. Ja, wahrscheinlich musst du mich beschützen, während wir das tun. Ja, wahrscheinlich. Lassen wir einen Haufen Gegner spawnen. Ach so, oder der Boss spawnt wieder, ja gut. Oh fuck. Zwei. Ich liefere unterdessen den Generator ab. Viel Spaß. Das eine ist aber kein Boss, das ist ein normaler Gegner, ihr habt mir schon mal. Okay. Rücken, hab's gesehen. Der kriecht über den Generator! Nice. Oh, Kraut. Ah, scheiße. Okay, das geht anscheinend nicht auf. Oh, ich hol mir einen Stein. Hier lag doch eben einer. Genau. Oh ja, let's run. Ja, Sekunde, die Gegner stehen gerade davor. Ich. Ja, okay, nein. Du läufst einfach, das geht noch schneller. Scheiß auf die Gegner. Ja, Munition sparen. Ja, wobei ich tatsächlich sagen muss, ich mag solche Sachen. Wenn du so ein, ich meine, der Gegner scheint ziemlich kaputtbar zu sein. Ich mag es, wenn du sagst, ja, löst die Aufgabe, wenn der Gegner dich verfolgt. Immer voran. Ist ganz nett. Wir haben das alte Miststück bald in der Falle. Ist auf jeden Fall besserer Horror als Jumpscares. Das ist allerdings wahr. Das ist Zeitdruck. Oh, meine Nase juckt. Oh. Ich muss auf den Staub zu schnupfen. Ja. So nennt man das heutzutage also. Mhm, genau. Lädt. Die gute alte aus dem Nichts Magie. Ja. Ja, he did. Ja, der ist tot. Nicht, dass das in Resi ein Hindernis wäre. Nee, in Resi eh nicht, aber der ist tot. Pieke ins Auge.
Stimmt, da bist du doch ziemlich gut. Und mein Fleisch von den Knochen. Aber warum veränderst du dich nicht? Ein Fehlschlag wie du. Piek ihr ins Auge. Ich zerquetsche dich mit bloßen Händen. Sie wirklich ins Auge. Ja. Mit ihren Augen. Poke. Pokey. Aha. Mhm. Resi Revelations 2 ist ein weiter Spiel von Pokey. Das ist ein weiter Point-and-Click. I don't care, was nächstes Mal passiert. Das werden wir gleich eh sehen. Maybe. Diese Dinge, die ihre Wirkung komplett verlieren, wenn man das Spiel... Na, oh, ist doch die letzte. Okay. Metamorphose. Ja. Quasi ein anderes Wort für Verwandlung. Es wurde sogar unten mit die Verwandlung übersetzt. Ja. Während wir die ganze Zeit von Kafka reden? Ja. Wollen die mich verarschen? Ja, nein. Wir haben Ass geschafft. Nice. Wir haben einen Arsch geschafft. Nice. Screenshot. Ja, Moment, erstmal so. Everything in my life. Erstmal einen Arsch geschafft. Ich mag diese Aussage. Ey, wir sind nicht gestorben, ne? Nee. Ich hab alle gut gesteinigt. Echt mal, professionelle Steinigung. Du brauchst mehr Damage mit dem Brecheisen, da bin ich sicher. Ich dachte mit dem Stein, aber okay. Ja, der auch. So, jetzt hast du maximalen Damage mit Brecheisen und Stein. Nice. Kann ich einen Stein an mein Brecheisen binden für Combo-Damage? Das klingt geil. Scheiße, ich sehe, ich brauch den Skill hier, um die freizuschalten, die unteren. Nee. Das ist dumm. Ja, aber du musst, glaube ich, nur einen Punkt da rein investieren. Ja, aber ich habe keine Punkte mehr. Nahkampfangriff aufladen, das klingt gut. Das klingt sogar gar nicht mal so scheiße, das ist richtig. Ich will es haben, ich will es haben. Wie lange dauert das jetzt? Was? Okay. Ich will es haben. Nein, wir haben Skills zu Hause. Die Skills zu Hause sind dann sowas wie das Messer wegwerfen. Öffne eine Tür. Genau. Nein. Bisher bei Halsmaul. Sie haben Prometheus Leber wieder zusammengeklebt und dann ist Prometheus explodiert. Voll für den Arsch. Ja, so lief das damals in der... Episode 4, Kafkas Verwandlung. Ja. Unsere Rettung ist der Tod, aber nicht dieser. Das ergibt Sinn, Kafka. Halt die Schnauze. Ich glaube, der hält die Schnauze, der ist tot. Gut. Du bist perfekt. Das klang immer noch anders. In 6 Monaten hast du als ich wieder aufwachen. Okay. Und die Welt furchtbare Angst haben. Welt hat immer furchtbare Angst. Ja, ich meine, Zombies, die sind so furchterregend und so. Also gute Nacht, mein Schätzchen. Schlaf, Schatz. Ja, sie war doch eben schon Gollum. Ach, stimmt ja. Verdammt, das Ganze ist die Origin-Story von Gollum. Meine wahre Geburt. Eher die Nachgeburt. Zeit, die Quelle unserer Qual zu treffen. Hat Moira gerade gespürt, wie der andere Fahrstuhl in diesem Fahrstuhl vorbeifuhr? Der Fahrstuhl mit dem kleinen Mädchen? Ja. Was ist das? Sie ist Elucario und hat die Aura gespürt. Oh. Macht keinen Unterschied. Finden wir die Aufseherin. Wow, der ist noch geiler als mit Barry. Das die Arme kreisen! Ich liebe es. Alter! Hier habe ich zwar keine Muni, aber Massen an Munition. Was? Hier habe ich keine Heilung, aber Massen an Munition. Das wollte ich sagen. Ja, dann nimm dir meine Heilung, genau. What the fuck?
Ich habe über 100 Pistolen, Muni. Ich habe 150 Pistolen, Muni. Tja, Pistol all the way, ne? Mach kaputt. Oh. Ups. Ey! Ich will erst Dinge zerstören. Hör auf, richtige Dinge zu suchen. Also, vermutlich richtig. Ich glaube, das waren Loot-Dinge. Ja, aber ja. Wo? That's what Schleuses do. Ah, das ist, glaube ich, was... das muss man tun, um später in Barrys Story irgendwas zu bekommen. Ich glaube, da gibt es in jedem Kapitel eine Stelle. Das war auch das mit der Kiste. Fancy. Ah. Was hältst du davon? Gedanken über Kafka. Really? Ja. Bis zu seiner Verwandlung hat Gregor die Familie ernährt. Ja. Ja, als Gregor eines Morgens erwacht, findet er sich dann Witzen. Ja, ich erinnere mich. Ich weiß nicht. Diesen Introsatz kenne ich sogar. Nicht schlau. Ja, es wurde mal zum zweitbesten ersten Satz einer Geschichte gekürt. Ich glaube, ich habe die Fischis gekillt. Du Monster! Ja, wobei so ein Eröffnungssatz fand ich den vom Dunkle Turm. Vom ersten Band der Eröffnungssatz, der war schon nice. Ja, als bester wurde der vom Butt gekürt. Es muss einen Weg auf die andere Seite geben. Hochgeistiger Scheiß. Echt mal, ist mir zu hoch. Hier gibt's doch bestimmt irgendwo einen Knopf. Hier hinter zum Beispiel. Kann man das hier wegschieben? Ja, da sind Schleifspuren auf dem Boden. Und ich wollte einfach nur draufhauen. Ja, du Monster. Ach, ich bin Claire. Chris' Schwester, die kennt nur feste draufhauen. Naja, gut. Lass ich gelten. Ausnahmsweise. Okay, das ist die Unterwasserbasis hier. Da sind wir endlich. Evi wirkt deine Waffe hier gerade besser. Ja. Ihr kommt den ganzen Weg nur um die Ruhe zu sagen. Oh, ich bin berührt. Ja, wir wollen uns verabschieden und dir dann ein paar Kugeln in den Kopf passen. Mindestens drei. Meinst du nicht Göttin oder hast du bei deiner Geschlechtsumwandlung vergessen, dass du... Nein, 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 das ist ein Prozess. Sie macht eine Geschlechtsumwandlung und die Metamorphose zum Gott. Aha. Da stellt sie fest, dass sie zu Prometheus geworden ist. Fuck. Tadam. Die Rettung meines Bruders war der Kerl, Bitch, rede schneller! Und bald wird er auch die meine sein. Myra hat Ausdauer. Ja. Ich werde ihre Taschenlampe teilen. Das stimmt. Und dann übertreffen. Was What the fuck vor? Just happened? Achso. Rettung. Sie soll ruhig auf die Scheibe schießen, die ist kugelsicher, das haben wir schon festgestellt. Ja, aber sie ist nicht kugelsicher. Ja. Einfach so. Einfach so. Voll geil. Tja, ne? Geheimhaltungsprotokolle initiiert. Letzte Störungssequenz der Turmspitze der Anlage wird sofort eingeleitet. Das ergibt Sinn. Wenn Sie sich gegenwärtig im betroffenen Bereich aufhalten, bleiben Sie bitte ruhig. Wir müssen schnell hier raus. Genau, lass mal nicht ruhig bleiben. Antworten mit ihr sterben lassen. Zurück zum Fahrstuhl. Das ist voll so eine geile Aussage. Also wenn Sie im betreffenden Bereich sind, bleiben Sie ruhig. Sie werden sterben. Geil, wohl zur Aufregung. Sowieso nicht. In Resi nicht. Eh nicht. Wenn Sie sich im betroffenen Bereich befinden, bleiben Sie ruhig. Sie sind gerade nicht on screen. Stimmt auch wieder. Denn da on screen, not dead. Man soll im Brandfall den Aufzug nicht benutzen. Wieso explodiert eigentlich immer schon vor der Selbstzerstörung alles? Rosinenkuchen. Ja, ich glaube. Suchen wir einen anderen Weg.
Genau, okay. Ich laufe einfach über diesen Schlauch, das gibt Sinn. Ja. Was denn sonst? Irgendwas mit Käse. Oh, geil. Ich hatte heute einen ziemlich geilen Gyros-Auflauf. Heute Mittag gab es Flammenklöße und heute Abend hatte ich Brot mit Remoulade, Käse und Salami. Das klingt auch geil. Ja. Sandwich aus dem, was da war halt. Jo, normal. Explo-Flasche. Erstmal Waffen tunen, wir haben ja Zeit. Jojo, ja, explodiert nur alles, alles gut. Lass dir Zeit. Habe ich überhaupt MP-Muni? Mein Arsch brennt. Ich habe MP-Muni. Okay. Kann ich noch irgendwas? Ach ja, Multischuss ist scheiße. Ich kann Multischuss auf diese Waffe packen? Ist das die. Das ist Magnum. Die Magnum. Ja, es ist halt nur nicht sinnvoll. Nein, aber what the fuck? Es sei denn, du kannst sehr gut Rückstoß ausgleichen. Naja, nee, aber das kann Barry. Warum renne ich überhaupt? Wir haben eh keinen Timer. Ohne Timer heißt, wir haben keinen Zeitdruck. Ich glaube, es gibt einen Hidden Timer, ich weiß es nicht. Spiel soll ich mal mich am Arsch lecken. Kein Timer heißt kein Zeitlimit. Genau, du machst das mit Kiste auf. Ja, ich gehe schon mal weiter, vielleicht kann ich dich porten. Ja, mach's nur nicht, bevor ich. Ah, war nur ein. Okay. Okay. Darf ich hier runter? Danke. Oh, Frau, kletter schneller. Hier stimmt was nicht. Überraschung ist explodiert. Die Kisten bewegen sich, es ist Snake. Oh. Ich kann die übrigens nicht sehen. Ich auch nicht. Oh, es ist die Flood. Das war ein Instakill. Ja, es sind die Flood aus Halo. Ich habe Halo nie gespielt. Ich schon, damals mit meinem Kumpel auf der Xbox. Naja, ich habe es festgestellt, es gibt die Master Chief Collection. Ja, aber da ist bisher erst Halo Reach draußen auf dem PC. Ich sehe es nicht, aber da ist etwas mit uns hier drin. Hab ja genug Muni. Holen, weil Halo geil ist. Halt einfach die Augen auf und lauf! Im Moment ist sie A noch nicht draußen. Und, also, ich kann sie erwerben, aber ich kann noch nicht alles davon spielen. Oh, ups! Ah, ich kipp nur um! Nee, ich hab dich erschossen, so witzigerweise, wo es gar nicht ist, es geht. Okay. Versuch den Gegner zu treffen. Danke. Die geht sehr runter. Ja, hier ist eins vor mir. Glaube ich. Zumindest fängt sie an zu rauschen. Kann ich die anleuchten? Das dürfte eigentlich Sinn ergeben. Ja, vor. Da vor uns? Keine Ahnung. Da. Ah. Und weiter. Ignorier das Teil. Nee, ich will nicht wieder rein, denn bei mir ist es ein Insta-Kill. Ich kostet nur Muni. Spring! Du, Dave! Soll das ein Pitch sein? Echt geiler Notausgang! Spring! Ach, jetzt haben wir einen Timer! Ja. Ich hab's mit dir geschafft! Wirklich? Ups! Ich glaub, das war ich. Nee. Ich bin von der Kante gelaufen. Ja, ich glaube ich auch. Synchronsterben. Nice. Vor allem, bei dem, was wir überleben, dürfte der Sturz ins Wasser uns auf keinen Fall umbringen. Nee, ich glaube, die Zeit reicht auch locker, aber da wir unten ist eine Kiste. Ja, do it. Sterben. Ja, nur Fallschaden, kennst du das ja. Fallschaden kenne ich leider. Nur zu gut.
Oh, 2000 PP, läuft. Mehr Blütenpunkte. Ich meine, wir haben nur noch eine Chance, die Dinger zu benutzen, aber, hey. Ja, falls wir das Ding nochmal spielen. Ach, in 10 Jahren machen wir es bestimmt mal. Bestimmt, ja. Schneemann muss nicht hin. Ja, dezente eher. Pixel. Ich hätte echt Bock, sie hier runterspringen zu lassen. Gut. Was? Kommt noch. Das war sehr schön synchron. Ich schwöre, ich werde den Scheiß hier sowas von überleben. Dinge, die man nicht sagen sollte. Nee. You just jinxed it. Jupp. Ist schon wieder Zeit, ein paar zu wenden, ich glaub's ja nicht. Ha, ja, ist doch der perfekte Zeitpunkt. Ja, sag tschüss. Ciao, verdammt, ich wollte hier gerade runterspringen, aber geht nicht. Ciao.